Heute wollen wir mal gucken nach unserem Pachnoder marginata peregrina. Die Tiere hatte ich hier drin. Hier habe ich eingesetzt 13 L3-Larven am 29.04. Jawohl, also jetzt knapp 3,5 Wochen. Und gestern konnte ich schon mal feststellen, dass wir hier schon Kokons drin haben. Hier zeige ich euch mal einen Kokon von Pachnoda marginata peregrina. So sieht er aus. Und wenn man den Kokon ganz leicht bewegt, merkt man auch im Inneren, dass sich dort noch was drin bewegt. Das heißt, es wird aller Voraussicht nach noch eine Puppe drin sein. Und ich werde diesen Kokon jetzt mal hier in diese vorbereitete Box setzen. Nehme ich den Kokon und stecke den hier rein. Hier so eine kleine Mulde. So. Und dort kann der Kokon jetzt erstmal drin bleiben, bis der Käfer geschlüpft ist. Und jetzt gucken wir mal, wie der Rest hier drin aussieht. So, ganz leicht mal schütteln. Und hier gucken, ob wir hier noch was finden. Nein, hier oben ist jetzt erstmal nichts. Gucken wir mal weiter. Hier ist noch ein Kokon. Fällt mir gleich in die Hand. Hier haben wir noch einen Kokon. Jawohl. Auch den setze ich jetzt hier rüber in die Box, wo ich den anderen Kokon schon drin habe. Eigentlich sagt man ja, dass gerade die Pachnoda marginata ihre Kokons häufig an die Behälterwand bauen oder aber an den Behälterboden. Das war jetzt hier bei den zwei nicht der Fall. Wir schauen mal weiter, wie es hier weiter aussieht. Hier haben wir jetzt noch jede Menge Kotpellets mit drin. Und hier wird jetzt auch das Substrat deutlich fester. Hier unten haben wir jetzt noch einen Kokon. Den nehme ich jetzt noch mal raus. Hier ist noch ein Pachnoda-Kokon. Oh Gott, hier ist er. So, jetzt sehen wir ihn besser. Auch der kommt jetzt hier mit in die Box. So. Und hier ist gleich noch ein Kokon. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Kokons hier rausgesammelt. Und hier ist noch mal eine Larve von Pachnoda marginata. Schöne dicke L3-Larve. Hier, jawohl. Schön hier vorne zu sehen, diese wulstige Körper, wie er über die Kopfkapsel so ein bisschen rüberragt. Ganz typisch bei Pachnoda-Larven. Schönes dickes L3-Tier. Lassen wir jetzt hier erstmal noch drin. Und gucken wir jetzt hier weiter, sich das jetzt hier noch so entwickelt. Hier ist eine Schale von der Walnuss. Jetzt auch nicht, wie die hier reinkommt. Hier ist noch ein. Was ist das hier für ein komisches Gebilde? Das könnten zwei Kokons aneinander geklebt sein. Hier. Auch mal ein seltenes Bild. Wenn man es dreht, merkt man noch, dass sich da drin was bewegt. Ein Doppelkokon sozusagen. Sehr interessant, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich denke mal, ich gehe mal von aus, dass es ein Doppelkokon ist. Wir werden das Tier jetzt auch hier mit, die Tiere jetzt auch hier mit reinlegen. Mal gucken, was sich am Ende draus entwickelt hat. Ganz in Ruhe weiter gucken. Hier ist noch ein Kokon. Durch die kurze Entwicklungszeit bei den Tieren kann man eigentlich
die Larven auch in dem Behälter lassen und warten, bis die fertigen Käfer rausgeschlüpft kommen. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kokons und noch eine Larve. Gucken wir mal hier vorsichtig weiter, was sich hier noch so entwickelt hat. Wobei, hier unten sehe ich jetzt noch ein paar Larven. Schwupp. Hier sind jetzt einmal eine gute Handvoll Larven. Eins, zwei, drei, vier Larven von Pachnoda, alle schön. Schon relativ dick. Hier ist noch eine etwas kleinere. Alles L3-Larven, die wir jetzt hier auch nicht weiter stören wollen. Das sind 4, das sind 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, ein Tier fehlt uns jetzt noch. Wie gesagt, es waren ja 13 Larven. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Larven und 1, 2, 3, 4, 7 Kokons. Das heißt 12. Ein Tier fehlt uns jetzt hier noch. Wahrscheinlich ist mir der Kokon hier irgendwo untergegangen. Also wild, lassen wir so, wie es ist. Jetzt geben wir hier das Substrat langsam wieder drauf, dass auch die Tiere sich, die jetzt hier noch drin sind, ganz in Ruhe entwickeln können. Auch weiter verpuppen können. So. Jawohl, das ist doch schon mal eine gute Ausbeute hier. Hier ist ein Kokon. Das können wir hier nicht so gut gucken. Ja. Hier. Wollen wir mal gucken, was da für Tiere rauskommen. Auf den Kokon gebe ich jetzt noch mal ein bisschen hier was von dem alten Substrat, die so leicht bedeckt sind. So. Denn ganz austrocknen sollten die Kokons nicht. Da fällt es den Tieren dann ganz schwer, sich selbstständig zu befreien. Deswegen lasse ich mal ein bisschen altes Substrat hier oben mit drauf. So. Dann wollen wir mal sehen, wie die ganze Sache in 2 Wochen aussieht. Vielen Dank.